Hallo, ich bin Götterpfeig. Und wir sind hier bei, ne, Risen? Da war ich ja gerade. Oh, da unten habe ich was nicht eingesammelt. Genau jetzt über dem Kopf. Könnt ihr bestimmt nicht erkennen. Ich schon. Ja, und das, ich dachte, hier wäre noch eine Brücke oder so. Aber ich sehe, dass das ja einfach die Stelle ist, wo ich... Lol. Das ist... Ich bin den ganzen Weg zurückgelaufen, aber das ist ja nicht genau die gleiche Stelle. Oh, wie fail ist das denn, Alter? Na, egal. Also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch so gut... Ob ihr jetzt genau wisst, wo ich bin und was ich meine, aber... Ne? Genau, hier bin ich runtergesprungen. Deswegen sind hier auch noch Kräuter. Ich will nichts verpassen. Wir laufen mal so ein bisschen hier lang. Ach, ein Keiler. Wie lange hatte ich die schon nicht mehr am Start? Ja. So, 30 Lernpunkte. Stimmt, ich habe ein Level abgekriegt, ja. Episch. Episch, 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 episch. Geld. Nehmen wir. Das ist schön. Genau, da sind hier nämlich die Gnome, wo ich letztes Mal krepiert bin. Jo, voll lustig. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich schon so nah am Haus bin, dann... Ja, egal. War dunkel. Ab und John, war dunkel. Mann, wieso macht er denn so viel Schaden? Es ist kein natürlicher Häuptling. Mann, wo ist denn hier dieser Beutel? Danke. Nice. Ich würde ja sagen, ich bringe die Quest erstmal ab, aber um wieder hierher zu kommen, ist es wieder viel zu aufwendig und deswegen lasse ich es einfach sein. Ich mach das irgendwann später. Ogerwurzel. Ey, nice, diese Ogerwurzeln. Aber ich brauche mehr Heldenkronen, glaube ich. Ich werfe mal einen Blick. Rezepturen. Für Pfanne. Permanent, Stärke permanent. So. 10 Tränke kann ich herstellen. Wenn ein Trank wirklich 5 Stärke bringt... Dann habe ich 50 Stärke in Trankform, ey. Boah. Und wenn das nur einen bringt, dann habe ich immerhin 10 Stärke. Das ist trotzdem nicht schlecht. Aber ich glaube, es sind mehr als 10 Stärke. Die Truhe habe ich schon aufgemacht. Als ich hier kurz geguckt hatte noch. Weil ich habe das ja nochmal nachgespielt. Wir sammeln mal noch kurz das ein, was ich von da oben gesehen habe. Und zwar war das genau hier. Das da. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich muss jetzt hier links weiter. Diese Pampa rein, ey, toll. Also es gibt einmal den Weg. Und es gibt den Pampa-Weg. Ich nehme natürlich nicht den Pampa-Weg, weil da ist eklig. Gülle. Ich hasse hier Moor-Dinger. Sumpf-Dinger, genau, Sumpf. Hier ist doch gemütlich. Tschüss. Oh, Pflanzen. Druidenpflanzen, die mag ich am liebsten. Ab in den Busch. Ab in die Büschle. Lass mich. Das erkunden wir später. Hier haben wir noch einen Pilz vergessen. Ja, man darf nichts vergessen. Es könnte alles wichtig sein im späteren Verlauf des Spiels. Die kloppen wir nieder. Stachelratten. Sowas möchte ich schon mal überhaupt nicht mehr sehen. Ne? Stachelratten, das ist nicht. Oh mein Gott!
Alter, der kriegt richtig an. Gut. Hier ist nix. Ne. Okay. Dann gehe ich jetzt mal in diese komische Kulturstätte rein. Da sind eh wieder nur Fallen drinnen, dann werde ich. Das war eine Quest. Jetzt muss ich mal gucken. Questkarte. Ach, das ist. Ah ja, okay. Das ist sogar Hauptquest. Ja, da ist der. Das ist die. Oh, ich bin richtig nah an der Brücke! Aber ich glaube, ich muss von außerhalb kommen. Gut, dann, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt hier diesen Tempel finden. Und dass ich hier sogar rein muss. Das kommt jetzt ein bisschen unerwartet, das war nicht geplant. Aber wir nehmen die Sachen, wie sie kommen. In Tomb Raider hätte man jetzt hier dran ziehen können. Na, egal. Hallo, du Möchtegern. Hey du, pass auf, wo du hinrennst. Die scheiß Ruine hier ist saugefährlich. Alter. Ja, danke. Was ist denn los? Die ganze Aktion hier ist eine einzige Katastrophe. Fincher sagte, geht mal eben zum Osttempel und plündert die Bude. Also sind wir aufgebrochen und hier rein in die Ruine. Ja, so gut. Und jetzt stehe ich hier schon eine Ewigkeit und keine Sau kommt wieder raus aus dem Ding. Wenn ich gewusst hätte, was mich hier erwartet, hätte ich mich bestimmt nicht freiwillig. Ach so. Ach so, die sind alle weiter reingegangen und kommen nicht wieder raus. Ja, okay. Wie viele Männer seid ihr? Wir waren zu sechs. Drei Kämpfer und drei Schatzsucher. Einer der Schatzsucher ist vor lauter Blödheit in die Falltür da drüben gefallen. Bin Bob. Ich sag noch, pass auf, du Idiot! Und schwupp, weg war er. Die anderen sind durch den Gang da hinten gelaufen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen. Pass auf, du Idiot! Psch, psch, psch. Einer der Schatzsucher ist durch die Falltür gefallen. Ja, verdammt, genau so war's. Wenn du mir nicht glaubst, dann spring doch hinterher. Aber beschwer dich nicht, wenn du da nicht wieder rauskommst. Ich komme überall wieder raus, weil sonst wäre das Game over. Genau lautet dein Auftrag? Ich soll hier den Eingang bewachen. Sagt wer? Danilo, mein Boss. Fincher, der Leibwächter des Don, hat Danilo befohlen, erst wieder ins Banditenlager zurückzukehren, wenn hier kein Krümel Gold mehr zu finden ist. Ich möchte mal wissen, wie er das schaffen will. Kann doch noch nicht mal seine Leute zusammenhalten. Puh. Was habt ihr bisher gefunden? Nicht viel. Ein bisschen Goldkram. Aber die Ruine hier geht tief in den Berg hinein. Weiß der Henker, was da unten noch auf uns wartet? Oh oh. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei dem Bau hier. Ups. Ich wollte mir das mal angucken. Ah, nee, erstmal das hier. Und wenn deine Kollegen jetzt deine Hilfe brauchen? Ich soll genau hier Wache stehen. Du hast einfach Angst. Ich, was man mir sagt. Ja, du bist ein wahrer Held. Wenn du Danilo siehst, dann sag ihm, er soll sich beeilen. Ich setze hier langsam Moos an. Oh mein Gott. Ich werde Danilo ausrichten, dass du hier wieder raus willst. Moment. Wenn du ihm das so sagst, dann denkt er doch, dass ich Angst hätte. Hast du doch. Nee, warte mal. Erzähl ihm einfach, dass hier oben alles nach Plan läuft, ja? Ja. Erstmal muss ich ihn finden. Gut. Mach das. Ich bin so lange hier oben. Natürlich. Ja. Diese Viecher, die hier aus allen Mauerlöchern... Ja. Danilo. Hat sich irgendwie so eine komische Kinderserie. Ach so, der ist hier in den Ruinen, ne? Oder beziehungsweise weiß ich nicht, wo er ist. Okay. Ja. Gibt's hier auch ein Bett? Ordentlich pennen hier. Obsidian nehmen wir gerne. Obsidian ist. Klingt selten. Einfach abbauen, die Scheiße. Nette Ausbeute, nichts zu holen. Gut. Eine Falltür. Oh, Scheiße. Ey, ich wollte gerade fragen, wo ist die Falltür? Ey. Ah, okay. Ja, jetzt bin ich hier drin. Schön. Schöne Scheiße. Ich würde eigentlich oben nochmal abspeichern, bevor ich hier reingehe.
Klopfen wir die kleinen Heiltränke wieder weg. Und dann auf in die große Ruine der Todes. Nicht noch ein... Oh, du bist so ein Bob. Ich habe schon längst aufgehört mit Klicken und der zieht weiter durch, Alter. Zieht einfach durch. Ich glaube, ich bin noch nicht stark. Lol, hier geht's wirklich nicht raus. Ah, doch. Bart. Was machst du hier so alleine? Ach, ich bin ein Idiot. Ja. Ich habe die Wand da oben wie ein Wahnsinniger mit meiner Spitzhacke bearbeitet. Ich bin dann dabei ausgerutscht und durch diese dämliche Falltür im Boden gefallen. Seitdem sitze ich hier und warte darauf, dass mich jemand findet und mir wieder hier raushilft. Da bin ich. Wie geht's deinen Drillingsbrüdern? Ich habe keine Ahnung. Stimmt. Sie sind mit den anderen tiefer in den Tempel gegangen. Das sind die drei Schatzsucher. Ich habe gesehen. Aber dieser Tempel hier ist seltsam. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich wusste, da kam mir ganz bekannt vor. Ich hoffe, dass wir alle wieder heil hier herauskommen. Junge, Mann, du bist einfach nutzlos. Warum gehst du nicht selbst und suchst nach einem Ausgang? Ich bin Schatzsucher, kein Kämpfer. Als ich mich dem eingestürzten Gang da drüben näherte, hörte ich so seltsame Geräusche. Boah, du hast doch ein Messer. Also nur wenn ich weiß, dass der Weg nach draußen führt, werde ich mich bewegen. Der hat doch... Warte mal. Das ist doch... Geh mal weg. Das ist doch eindeutig ein Schwert. Alter, willst du mich verarschen? Natürlich kannst du kämpfen. Ich werde einen Ausgang finden. Tja, wirst du wohl müssen. Denn wenn nicht, bist du mit... Ich kann mir was Besseres vorstellen. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Als er gesagt hat, dann bist du mir hier gefangen. Nee, danke. Dann kann ich mir Besseres vorstellen. Dann lieber tot. So. Dann gehen wir einfach raus, ne? Wenn der keinen Bock hat, ich gehe raus. Oh. Oh! Ja. Ich habe nämlich keinen Bock. Außer wenn... Außer wenn ein Ghoul kommt. Weil dann habe ich nämlich keine Chance. Scheiße. Also im ernsten Kampfe... Kann ich einen Ghoul besiegen? Kann ich. Ich speichere drüber. Aber. Ich versuch's, warte. Jetzt kommt die Combo auf Tod. Mann, ich habe so gut gespielt und dann kam die Combo. Steinplatte gibt wieder Weisheit. Ach, diese Steinplatten sind so useless, Mann. Ich bin Krieger und kein Magier. Hier steht etwas über Magie. Ey, wenn ich Magier wäre, Mann, guck dir das doch mal an. Ich bin Magier. Ja. Ich gehe mal weiter. Da, die erste! Die erste! Vorhin? Ne, war es vorhin oder war es im letzten Part? Das war im letzten Part, glaube ich. Da habe ich noch mich beschwert. Wieso ich keine... Nie so eine Dings finde. So, warte mal. Jetzt machen wir das mal. Nautilus-Verwandlung. LOL. Und nu? Toll. Hey. Aber das ist doch komplett nutzlos. Ich komme doch von hier. So, jetzt gucke ich mal, ob ich da durchkomme. Alter, du passt doch da durch. Ach Mann, ey. Kann der springen? Der kann nicht springen. Komm ich hier hoch? Geh doch da hoch! Oh, das ist so useless, das Ding. Hallo. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo hin kann. Sieht nicht so aus. Toll, da finde ich eher zum ersten Mal so ein Fuckloch. Und dann ist es Fuck Lock, fuck, useless as fuck.
Geh wieder zurück. Geh zurück. Ich? Tu das Ding wieder weg. Sonst was. Er hat Angst vor Monstern, sagt, er kann nicht kämpfen, aber will sich mit mir anlegen. Das sind die richtigen. Ja, das Loch ist komplett scheiße. So. Ach, ich weiß, wofür das Loch ist. Wenn man zu schwach für den Ghoul ist, dann kann man da durch. Lol. Probier's woanders. Ich hab den Aufgang. Okay, dann nicht. Wenn sie ihn nicht interessiert, dann gehe ich halt weiter. Ich will hier definitiv raus. So, wo bin wir? Wo sind wir? Ja. Blip, nip, nap, 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 nup, nup. Nein, nicht zumachen! Das Scheißding klemmt. Ja, zum Glück. Wolltest du es schon wieder zumachen? Scheiße, ich bin irgendwie nicht da, wo ich sein will. Aber anders komme ich hier nicht raus. Bart! 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 Der Weg? Ich danke dir. Hier, nimm dies als Dank für deine Hilfe. Diese Büste habe ich... Sie ist aus einem goldähnlichen Material und hat am Sockel einige markante Einkerbungen. Sieht so aus, als wäre sie Teil eines Mechanismus. Ich für meinen Teil mache heute erstmal Schluss. Wenn du willst, kannst du... Ja... Ja, ich guck mal. Eine Büste. Ich folge dir mal unauffällig, während ich gucke, was es hier so gibt. Das ist eine schlechte Idee. Ich weiß nicht, ich finde die gerade gar nicht. Ja, irgendwie... Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Das ist ja... Egal. Er rennt einfach durch, ey. Ah. Wo rennt denn der hin? Wo bin ich überhaupt? Ich bin in diesem Moosgebiet. Kacke. Bart! Heute Abend ist das Fleisch. Das ist meine Erfahrung. Der macht ja gar keinen Schaden. Bart, du gehst drauf, ne? Alter, Bart, du kannst gar nichts. Du hast mir meine Erfahrung geklaut! Du Mist, Wichser, Alter. Ey, der kann gar nichts. Und klaut meine Erfahrung. Bei dir ist es doch eh nicht gut aufgehoben. Lauf doch schneller. Ich will raus hier. Alter, das ist so ein Opfer, ne? So ein Opfer. Gut, er sagt ja erst, Schatzsucher kann ich kämpfen. Aber wieso legt er sich denn dann überhaupt mit dem ein? An? Er sieht den Wurm. Na, ja, jetzt kommt Baba Babe. Ja. Hopp. Oh. Du bist useless as fuck. As fuck. Hopp. Geht er jetzt wieder zurück zur Ruine? Na, Bart? Brava, Bart. Was wäre, wenn ich die Brüder befreit hätte, dass sie dann draußen am Lagerfeuer sitzen und ich hätte Bart dann getötet? Dann hätte ja theoretisch hier nicht die Aussage kommen können, von wegen, Bart sei in diese Falltür gelaufen. Ey, das sind Sachen, die würde ich gerne mal ausprobieren eigentlich, aber da muss ich von vorne anfangen. Und ziemlich weit spielen. Hey, wo kommst du denn jetzt? Ja, das ist ja komisch. Ich habe einen zweiten Ausgang gefunden.
Was denn? Da unten in dem Loch? Das ist ja ein Ding. Das ist mit dem Schatzsucher. Ja. Na so, wenn du jetzt auch noch Danilo findest. Ja, ja. Aber mach schnell. Ich will wieder. Ja, ja, komm. Kommt er jetzt noch? Ich will den in Sicherheit wiegen. Ach, da ist er. Ja, gut. Ich spreche nochmal an. Probier's woanders. Ja, ja, okay. Gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann gehe ich jetzt weiter in den Ruineingang. Ein bisschen geht noch. Ich speichere aber ab. Speichern! Ich werde mich eh nicht verlaufen, weil ich Gott bin. Was haben wir hier? Wir haben... Ne. Beziehungsweise, die haben sich ja, glaube ich, gar nicht verlaufen. Die sind... Denen ist einfach irgendwas passiert. Aber... Ich werde das schon... Guck mal, die arbeiten doch hier. Easy. Easy! Halt! Wer da? Spiel dich nicht so auf. Ich bin gekommen, um euch den Arsch zu retten. Was denn? Du? Weißt du eigentlich, was hier los ist, Mann? Kein Bock. Nicht nur, dass dieser Tempel völlig marode ist und jeden Moment droht einzustürzen. Überall lauert der Tod hier unten. Wieso geht's denn nicht einfach raus? Wo ist euer Anführer? Danilo habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Er ist mit diesem verrückten Schatzsucher da drüben in dem Gang verschwunden. Wollte nur mal eben sehen, was es da zu holen gibt. Ja. Aber weder er noch der Schatzsucher sind da je wieder rausgekommen. Wenn du mich fragst, sind die beide verreckt. Sehr zuversichtlich. Ich werde nach Danilo suchen. Du bleibst hier und hältst die Stellung. In Ordnung. Wir kriegen ohnehin keine 20 Mann weiter in diese Ruine rein. Ich bin mir sicher, dass 20 Mann es schaffen würden, aber gut. Das haben wir dahingestellt. Geht nicht. Ein Gang. Hier haben wir so ein Ritualding. Ein Altar. Hier, wo ist das? Oh Mann, ey. Ach, vielleicht ist das hier dabei, als Schlüssel. Schlüsselbund, Lagerraum, Petty, Schlüssel. Jacks Schlüssel. Dicks Schlüssel. Alter, ist er. Lol. Es geht auf. Gut, wir erkunden aber hier noch kurz. Ja, hier ist ja nur ein Gang, ne? Okay. Das ist der andere Schatzsucher. Sprechen wir mit dem noch. Wie geht die Arbeit voran? Mühsam. Bin ganz alleine. Ja. Olf, wo ist Olf? Wie geht's deinem Bruder, Olf? Olf, ist irgendwas Schlimmes passiert. Ich kann das fühlen. Du musst ihm helfen. Er ist in großer Gefahr. Wieso hilfst du ihm nicht? Was hast du bisher gefunden? Ein bisschen Goldkram. Oh, zu viel, um zu sterben. Zu wenig. Der ist so gelangweilt. Das einzig Interessante ist dieser Altar dort drüben. Er scheint über einen komplizierten Mechanismus mit der Gitter... Den habe ich schon geöffnet. Sein. Das ganze Ding ist mit einer Technik verarbeitet worden, die mir gänzlich unbekannt ist. Eins ist schon mal klar. Die Erbauer dieser Tempelanlage waren hochentwickelt. Das waren die Maya. Beruhige. Ja, finden wirst du ihn sicher. Aber wenn du dich nicht beeilst, ist... Ja, gut. Ah, sein Bruder ist am Sterben, er fühlt es und er... Ja... Kannst ja mal gehen. Ich hack weiter. Noch ein Altar. Gut, also ist das wahrscheinlich, das ist quasi der Hauptboss End. Also wie bei Zelda, ne? Der Masterschlüssel. Nur, dass es hier anscheinend mehrere Schlüssel sind und dann kommt man da so von Tür zu Tür und dann irgendwann hat man da diesen Boss vor sich. Und jetzt, es ist quasi so ein Dungeon, ne? Und jetzt muss ich erstmal den nächsten Schlüssel suchen. Der Part sagt, ich hab noch ein bisschen Zeit. So ein ganz bisschen. Aber wir nutzen alles aus. Oh, fuck! Oh, wie voll erschreckt, Mann. Fucking Krieger. Oh,
Wow, ey. Ich hab nicht damit... Ich dachte eigentlich, der schiebt den so zur Seite, ne? Und dann explodiert er so. Okay, jetzt bin ich auf... Ja, da macht das, oder was? Ja, komm. Lappen. Der ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Von 50 auf 66 Klingenschaden. Man munkelt, dass diese Waffe die Seelen seiner Opfer frisst. Nein! Es ist ein Zweihänder. Ich brauche mein Schild. Oh, es ist so bitter. Sieht so geil aus, die Waffe. Kann man irgendwann komplett alle zwei Hände an einer Hand tragen, wenn man das genug trainiert hat? Ich meine, ich habe ja schon Schwertkampf auf 7. Habe ich den Ring? Stärke, Schwertkampf plus 1, ja. Ah, Mist, ey, ich würde das gerne mal wissen. Oh, so eine Waffe. Ich kann ja nur Bastardschwerter in einer Hand tragen. Aber nicht die kompletten Zweihänder alle. Oh, ich dachte schon, ich habe jetzt eine richtig epische Waffe gefunden, aber Zweihand ist. Also. Ne? Kann ich zwar tragen, ich habe ja schwer trainiert. Dazu fällt auch Zweihänder. Aber. Ein Schild ist einfach definitiv worth in dem Game und. Wir beenden den Part. Wollte ich gerade so sagen. Einfach so random. Weil jetzt wird es nämlich spannend. Und wie ihr wisst, man hört auf, wenn es spannend wird. Es ist einfach so. Es ist so. Akzeptiert es einfach mal. Tschüss.